Klonkrieger. Hier auf Imperium is Back Ragnarok PvP Server. Ich zeige euch heute die PvE Monkey City Adminstadt. Ihr erreicht die Adminstadt über unser Teleport Panel, wo ihr an der verschiedenen Zone oder halt mit eurer Fernbedienung, die ihr beim Auktionshaus bei uns gekauft habt, euch hierher porten könnt. Dann kommt ihr hier raus. In der Adminstadt ist absolutes PvP-Verbot. So, dann betreten wir mal das Schöne. Hanna extra das Portpanel schön gebaut. Dann haben wir hier unsere Mauer. Diese wurde von unserem Spieler aus dem Tribe Vanity gebaut, und zwar Marco. Nennt sich auf dem Server Bone. Da oben sieht man jetzt nicht so im Helle. Ich gehe nochmal später raus. Mit Flagge penibel jeder Buchstabe gesetzt von unserem Adminche Fähchen. Übrigens auch ein eigener YouTube-Kanal. Kann man mal vorbeischauen. Ja. Mit Zugbrücke und so. Ja. Mit den Pillars. Oh, das soll so das Runterfallgitter darstelle, so Leuchtfeuer und natürlich so bis hier in die Abwehrhaltung. Es ist mir klar, dass sowas Rex oder so nicht aufhält, aber es sieht halt wirklich sehr gut aus. Auch mit der Flagge und so. So, dann gehen wir mal hier seitlich an der Zugbrücke vorbei. Wie gesagt, das ist nur Deko. Jeder kann hier drauf drücken. Dann öffnet sich das auch, wenn man mit einem größeren Dino rein will. So. Wer hier mit Tiere reinkommt, sollte hier gleich auf den Dino-Parkplatz sich begeben, weil man keine Tiere in der Stadt haben wolle, wie unser kleines Affenschild hier gleich mal klar macht. Flugtiere bitte hier auf dem Haar, so helikoptermäßig, und am Schluss ist hier genug Fläche zum Parken. Wer sich die Mauer besser angucken will, kann natürlich auch mal hoch, auch auf der anderen Seite. So. Wir haben in der Stadt Admin-Autotourist stehe. Also wer hier mit Tiere reinläuft, ist selber schuld, das Tier ist weg. Die sind auch nur auf getämte Tiere eingestellt. Also bitte beachte, parken. Danke. So, dann kommen wir hier ins Stadtzentrum. Hier haben wir ein kleines Klohütchen, wer mal muss. Die Herre links und die Dame rechts. Ich bin jetzt Manager-Charakter, also habe ich bei der Dame nichts verloren. So, dann haben wir natürlich unser Friedhof. Klar, wenn man Autotourist auf Tiere instellt von feindlichen Tribes, braucht man auch einen Friedhof. Also noch ist nichts passiert, ne? Hier liegt noch kein Tier. Also unsere Tribes hier auf dem Server sind sehr regelbewusst. So, ich würde sagen, dann fangen wir mal links an. Hier immer auch schön ein paar Affe, weil Monkey City und so. Ja. Zum Saloon und da über zu dem Metallgedöns kommen wir auch noch. Der große Dicke ignorieren wir auch mal im Hintergrund. So, wir haben hier so ein kleines Gartenhäuschen und so. Also alles so ein bisschen Deko-Richtung. Man sieht ja, da wächst nicht wirklich was. Aber sieht halt gut aus. Wir haben uns da echt Mühe gegeben mit den einzelnen Häusern, dass es auch nur was aussieht. So, hier haben wir den Marktplatz. Na, dann gehen wir mal rein. Hier auch wieder. Servus, verschiedene Tische. Das hier sind jetzt auf der Seite drei Stück. Da gucken wir jetzt mal in einen rein, dass wir eine Vorstellung haben. Also, ich muss jetzt hier Fertilizer herbringen und dann kriege ich dann eine goldene Coin. Ich habe mir jetzt vorne ein paar gespawnt, falls ich es irgendwie bräuchte, um euch was zu zeigen. Aber so generieren die Spieler hier zum Beispiel mit gefarmter Sache ihre Coins. So, hier haben wir zum Beispiel Eier abzugeben, in dem Fall Tabajara und so, Quetzel. Und von der Admin-Seite her werden die Tische jede Woche geändert. Also es kann sich jetzt nicht einer hier 18 Tabajaras tame und dann Männer, er kann mit den ganzen Eier durchs Gold hochziehen. Nein. Wir wollen ja schon, dass wir was zu tun haben auf unserem Server. Deswegen ändert sich hier auch immer die Möglichkeit, Coins zu generieren. Ja, in der zwei Wochen, wo wir es jetzt haben, ist halt jetzt das Angebot zum Beispiel, also Perlefarme mit einem Anglerfisch, und du kannst gut Coins generieren hier auf unserem Server. Das
Dodo-Gegackerte, das hört man halt auch ganz gut, ne? Ja. Die Population da drin ist auch sehr gut. Ich muss hier sagen, dass uns der Tribe die Götter an unseren Admin Ente Geschenk gemacht haben. Das sind die goldene Dodos und ja, die waren fleißig. Alle anderen, die nicht Gold sind, sind dadurch entstanden. So, in einer Stadt muss man jemanden haben, der für Ordnung sorgt. Das ist unser Sheriff hier oben. Und der Admin Ente, der für Recht und Ordnung sorgt. Ihr seht hier, ich habe jetzt nichts gedrückt. Ich bin nicht dagegen gelaufen. Man kann hier reinschauen. Ja, und wer sich in der Stadt nicht benimmt, also der kommt in die Zelle, aber ich muss schon sagen, die Zelle. Ja, ich habe schon schlechter Ausgestattete gesehen. Naja, aber es gibt ja auch natürlich die Einzelhaft. Ja, ihr könnt hier rein, wenn ihr euch besser umschauen wollt, in unserem Sheriff-Büro. So, hier kommen wir zum Ark. Aktionshaus. Immer gut gekleidet im Smoking. Aber euch ist ganz wichtig, einer unserer Affe hier. Ne, einfach anspreche. Dauert ein kleiner Moment und dann geht's Optionshaus auf. Wenn dann hier Sachen eingestellt sind, dann können wir hier so auswählen und auch mehrere Seiten. Die Seitezahl sehen wir immer hier ohne. Im Moment haben wir nichts drin, weil der Mod geupdatet wurde ist. Ja. Auswähle, was wir haben wollen. Die Angebote gehen von normale Items wie Axt und Armbrust und so, über Blueprints, hinweg zur Rüstung, Waffe, Ressource, Sattel, kann alles Mögliche dabei sein. Und ganz wichtig natürlich die Teleporter-Fernbedienung, womit na euch dann wirklich. Ich könnte mich jetzt hier mit der Fernbedienung einfach zum nächsten Teleporter beamen, der offiziell auf der Map verteilt wurde, oder halt, wenn ich in einem Tribe einer gesetzt habe, in meiner Base dort die Porte. Einfach von hier weg, zack, ich habe Item im Auktionshaus ersteigert und port mich dann dort mit in die Base und kann es dann an der Mailbox, die ich natürlich auch erstmal, wenn man frisch auf dem Server sind, muss man sich die beim Admin hole, dort dann das Item rausnehme. Oder halt, wenn ich was im Aktionstag selber eingestellt habe, kann ich natürlich die Coins aus der Mailbox mir wieder nehmen. So, der Saloon ist frisch gebaut. Auch wieder von unserem Spieler aus dem Tribe Vanity. Boom. Wie gesagt, der ist noch frisch aufgesetzt. Aber auch schon, ja, ein bisschen dekoriert ist schon, seit ich hier das letzte Mal war. Also so, unser Affe-Kollege hier war noch nicht da. Ja, super Schale gab es auch noch nicht. Aber ich fand halt die Idee mit dem Klavier ganz gut. Ne, dass ja immer schön Cantina-Musik läuft. Ja, und oben gibt es natürlich einzelne Zimmer. Ups, kurz hängen geblieben. Da sieht man auch, dass hier wieder auch alles eingerichtet ist. Ups, ja, Bett zum Schlafen. Mit Sicht auf die Klippe und das Admin-Häuschen. Ja. Ich drücke immer, dabei geht die Tür von alleine auf. Die anderen Zimmer sind genauso eingerichtet, nur mit halt andere Aussichtspunkte für ihn. So, jetzt gehen wir mal wieder aus dem Salon raus. Zack, die geht da von alleine auf. Schön. So, hier kommen wir zu unserem Highlight auf unserem Server. Ihr könnt nicht nur beim Marktplatz die Coins generieren, sondern ganz normal, wir haben ja PvP-Server, so. Das hier sind jetzt gesuchte Spieler, tot oder lebendig. Gibt's halt einzelne verschiedene Preise dafür. Jetzt haben wir hier den MacD mit 300 Coins, wenn ich eine tot hier abliefer. Also, ich töte ne irgendwo auf der Map, hab so ein Implantat, lauf hier hin mit Implantat und tausche das ein und bekomme dann die 300 Coins. Schleppe ich dann natürlich hier in Admin City betäubt her. Außerhalb betäube bitte nicht in der Stadt, weil hier ist absolutes PvP-Verbot. Ihr müsst dann draußen irgendwo erledige Fessle, Grappling Hooke und hierher ziehen. Dazu ist dann lebend abgeben. Der muss dann hier. Ups. Der muss dann hier so ungefähr dran stehen. Und dann löst er das aus. Dann dauert das eine Minute. Ihr müsst eine Minute hier halten. Deswegen haben wir jetzt mehrere Dinger aufgestellt. Das ist halt egal, wo wir einen Heat ziehen. Wenn ich ihn hier hinziehen müsste, er mit Grappling Hook nicht hier vorlaufen können. Ja.
Dann gab es die, nach der Minute gab es dann die 600 Coins und dann können wir entweder laufen lassen oder raus aus der Stadt ziehen und dann, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall verschwindet dann im McD-Soy-Eintrag mit einer 600, weil das habt ihr ja eingelöst, also könnt man dann tot auch nicht mehr abgeben. Weiß natürlich nicht, ob der McD dann sauer wird und dann wieder was anstellt auf dem Server und dann wieder auf dieser Tafel landet. Hätte dann natürlich dann gleiches Implantat. Das sind dann immer so Farm-Aspekte. Ja, mehr Admins sind auch meistens hier anzutreffen, weil man irgendwie Deko-Möglichkeiten noch sehen oder eine neue Haus-Idee. Das da drinnen ist das Admin-Häuschen, dort ist kein Zugang. Ja, so, jetzt kommen wir zu diesem Schmuckstück. Das komplette Hauptgebäude ist von unserer Emmy gebaut worden. Übrigens auch YouTube-Kanal, wo man unbedingt vorbeischauen müsse. Ja, das ist ja viel Mühe, gell? Verschiedene Admins haben dann noch Mithilfe gemacht, aber das Hauptprogramm hat Emmy gebaut, eingerichtet, dekoriert. Mir andere Admins, jeder, wo wohl eine Minute Zeit gehabt hat, hat mir kurz mitgeholfen. Aber ich muss ja ganz klar sagen, das Ding gehört Emmy. Eindeutig. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich kann euch hier auf dem Hochweg schon mal gleich sagen, im Juli, 15 Uhr, am 22.07. ist unser Gladiator-Turnier. Hoppla, der Golem brennt hier ganz schön rein. Ja. Das Gladiator-Arena-Gebäude ist geschlossen. Ihr könnt hier nicht rein. Also ihr habt hier jetzt explosiv Einblicke. Das sind unsere Admins. Da sieht man, wer was gebaut hat nochmal in der Stadt. Das wurde hier schön eingetragen. Marco wollte nicht eingetragen werden. Aber am schönsten ist das die Hall of Fame. Wer im Gladiator-Turnier gewinnt oder so, wird hier verewigt. Ich fand das eine ganz nice Idee. So, ihr seid Gladiator. Dann habt ihr euch hier auf zur Halle. Hi, Emmy. Ihr wartet dann hier, bis die jeweilige Tür aufgeht als Gladiator. Die Zuschauer haben hier natürlich auch Möglichkeiten. Hier ist unser Wettschalter. Hier könnt ihr Coins einsetzen für den jeweiligen Spieler von euch, der zum Beispiel antreten wird, dass der gewinnen soll. Und dann kann man hier nochmal ein bisschen Coins generieren. So, ich bin jetzt Zuschauer. Zuschauer hier sammeln. Irgendein Admin macht dann hier die Tür auf. Die geht jetzt nicht auf. Ja, muss ich mal kurz. So, das ist der Zuschauerbereich. Kann man einmal so in der U-Form drum herum laufen. Und das da unten ist die Arena. Ja, die Arena ist jetzt nicht eingerichtet, weil wir wollen euch ja nicht spoilern, was da kommen wird. Dass ihr doch nicht trainieren könnt. Na, da hin ist auch nochmal so Äffchen zu sehen. Ja. Man sieht schon, was die Emmy da wieder gezaubert hat. Also die Tribüne, ganz nice System. Hatte man vorher so auch noch nicht. Und was auch neu ist. Bank. Hep. Oh, warum komme ich schon nicht durch? Was ist das? Oh. Sprung. Wie soll ich das sagen? Glas? Glas? Ihr könnt nicht runterspringen. Ganz einfach. Zusätzlicher Schutz. Man kann auch nichts runterwerfen und so. Ja. Und natürlich hat auch Emmy mit Fackeln gespielt. Und mich verewigt. Dankeschön, Emmy. Gut, genug geschleimt. Wie gesagt, 22.07. 15 Uhr. Ich bitte euch, ein bisschen früher da zu sein und euch vor der Gladi-Arena zu sammeln. Diejenigen, die hier teilnehmen wollen, ihr könnt alle von mir aus kommen und teilnehmen. Wir haben hier ohne genug Räume geschaffen, wo dann jeder Kämpfer sein eigenes Zimmer bekommt, Ausstattung bekommt. Jeder, der kämpfen will, nackt komme. Keine Waffen. Das beschleunigt das ganze Event. Ungemein. Wenn ihr kommt und Equip-Instecker habt, müssen wir das erst kontrollieren und das Prozedere dauert einfach viel länger. Kommt nackt, beschleunigt die ganze Geschichte. Mir spawne euch Essen und Wasser, wenn es nötig ist, dass man uns hier nicht wegsterbt.
wie gesagt, die Gladiatoren, die nackt kommen, werden in einen separaten Raum geführt, einmal hier und einmal dort. Je nachdem, wie groß der Ansturm ist, bleibt man eigentlich nur auf anderer Seite. Aber falls dort mehr Ansturm ist, haben wir vorgesorgt. Zweite Möglichkeit, zweiter Flur. Wir sind hier mit mehreren Admins dann online, um euch das Event flüssig vorzubringen, um dann den Gewinner des Gladiators-Turnier zu ermitteln. Gibt auch für den Sieger des Gladiator-Turniers natürlich ein ordentlicher Preis. Das gebe ich dann aber erst statt bekannt. Das werden dann nur die Gladiatoren erfahren. Das wird dann in den Räumen der Uni klar gemacht. Ja, es kann jeder mitmachen, ob jung oder alt. Ark-Neujoiner oder eingesessener Arkler. Das ist völlig egal. Hauptsache, es macht euch Spaß, bei unserem Gladiator-Turnier mitzumachen. Ich hoffe, das Infovideo hat euch Spaß gemacht. Habt ihr Fragen in verschiedene Richtungen oder Ideen für ein weiteres Haus in der Adminstadt? Wir sind dafür gerne offen. Wie ihr seht, dürfen auch bei uns normale Spieler mal in die Adminstadt Tribe einjoinen und eventuell, wenn uns die Hausidee gefällt, das ganze Ding selber bauen. Ist möglich. Wir müssen uns halt dann die Möglichkeit geben, ja, dass wir einfach online sind, wenn ein Admin online ist, weil anders klappt das nicht mit der Sache spawnen oder wollen wir eigentlich die Sache selber abwarten. Das ist natürlich mir egal. Aber die Möglichkeit besteht. Weil so wird dem Server die PvE statt immer wichtiger, ne? Wenn man da sagen kann, oh, da warst du schon in Monkey City, das linke Haus von rechts Nummer 2, das habe ich gebaut. Ja, da ist jedem auf dem Server die Adminstadt Monkey City sehr wichtig, weil er dann sagen kann, hier steht was von mir und ja. Das wirkt dann ganz einfach, wenn es so nicht heißt, das haben ja die Admins gebaut. Nein, das hat der von Dem Tribe gebaut und der Anna war ja da auch dabei und hat das Haus gebaut. Und ja, oh, habe ich ganz vergessen. Zum Beispiel Jason, aka Captain Rex, hat uns zum Beispiel den Friedhof gebaut. Ne? Und der Hive, unser kleiner Garten, das ist auch von Captain Rex. Auch ein Spieler, der bei Vanity im Tribe ist. Ja, hätte ich fast vergessen. Sorry an der Stelle. Ja, das war's mit dem Infovideo. Wir sehen uns spätestens 22.07. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.